So, hier ist Dirty Dave und Dirty Helmut. Unser zweites Let's Play FIFA. Unser drittes Let's Play wird FIFA 13 sein. Ich wusste nicht, was ich mir hole. Ob ich mir es hole. Und habe auf Facebook meine Freunde gefragt. Und fast alle haben ja gesagt. Und deshalb hole ich mir das. Fast alle. Ja. So. Du musst mitspielen, Junge. Mann, Junge, geh doch. Mann, oh Mann, wir sind. Mann, Junge, geh doch. Ich spiel einfach mit. So geschafft. Ich bin stolz. Okay. Ich spiel Dänemark. Weißt du noch? Mahatschkala. Mein Mutterland, Mahatschkala. Also, wen spielst du? Man City. Dann nehme ich mal Italien, England, das ist mein Duell. Was passt am meisten? Boah, ich nehme mal AC Milan. Mit Super Team, ja? Okay. Ich muss da mal ein bisschen wechseln. Aquilani, Rein, Rubinho. Formation. Drei Stürmer, offensiv, alles nach vorne. Und ich bin fertig. Du auch? Dann kannst du ja schon losgehen. Ich glaube, dieses Spiel wird nicht so schön wie das erste, 7-1, weil wir haben beide lange nicht mehr gezockt. Lang heißt für uns 3-4 Tage. Da muss man sich erstmal wieder einspielen. Ja, und Dirty Helmut mit dem roten Pfeil oben und ich mit dem blauen. Ich im Tor. Ein Fehlversuch und ich halte. Er kommt nochmal. So, es geht los. Man City gegen AC Mailand. Spannendes Duell. Und AC mit dem Anstoß. Stell das mal auf Offensiv. Und Milan Standard. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Genau, wer kriegt ihn? Abwehr dazwischen. Nicht schlecht. Boah, jetzt kommst du hier mit deinen frischen Engländern. Ja, was hat's nicht noch? Noch umgehauen. Gelb für David Silva nach 5 Minuten. Freistoß Taibo. Oh, Ibra. Mann, oh Mann. So, Jungs, wer auch so ein Bundesliga-Fan ist, ja. Bei der letzten Sportschau wurde entschieden, Tor des Jahres. Das weiß eh schon jeder, wenn er ein Fußballfan ist. Ibrahimovic 100%. Wurde auch bekannt gegeben. Und da halt vor der Bundesliga habe ich da gehört, dass Ibrahimovic, muss man sich vorstellen, verdient pro Tag 40.000 Euro. Ganz locker, pro Tag 40.000. Und er wohnt, schon muss Dirty Helmut, er wohnt ja nicht in einem Haus, er wohnt in meinem Hotel. Okay. Ja, weißt du, pro Tag, weißt du, wie viel das kostet pro Nacht? Nee. 7.500 Euro. Uiuiui. In einem Hotel wohnen. Er mietet da. Ist schon übertrieben. Und, große Chance, haust mich erstmal um. Pato bleibt liegen. Milano. Oh, es kann gefährlich werden. Aber, oh, ist noch nicht geklärt, die Aktion. Knapp. David Silva, der hier schon eine gelbe Karte kassiert hat. Mal. Fast mit der Führung hier für Man City. Aber es ist zurzeit noch ein ruhiges Spiel. Die spielen hier nicht riskant. Und jetzt Pato macht das schlau, aber hart zur Stelle. Oh, Thiago Silva macht das mal ganz frech. Holt sich da einfach ganz locker den Ball. Das sieht Ibrahimovic.
Flanke in die Mitte, steht keiner drin. Und AC wieder von hinten. Jetzt mal gucken, ob der Platz ist. Aber Man City steht hinten gut. Also muss AC schon ein bisschen zaubern, dass sie da durchkommen. Jetzt Boateng, Chance zum Schuss. Also sehr schlecht. Muss da besser werden, dieser Schuss von Boateng. Ja, ist klar. Und wir machen wieder zwei Parts. Also erstmal diese Halbzeit und dann die zweite Halbzeit. Weil es ja zu groß ist. Boah. Ist noch nicht toll. Ich finde das Spiel zurzeit nicht so spannend. 23 Minuten vorbei. Noch nichts los. Versuchen wir mal ein bisschen härter hier ranzugehen an die Partie. Um es hier spannender zu halten. Boah. Schön gemacht von Bommel. Fehlpass. Und jetzt Fehler Man City hinten. Ibra macht noch einen Trick. Geht in die Mitte. Und fällt, es ist ein Strafstoß. Das war ein Elfmeter, 100 Tor. Holt sich den Ball, Tor. Das war ein dummes Tor. Ja, aber Ibra ist zur Stelle, wenn der Gegner einen Fehler macht, und macht ihn rein. David Silva, nach einem Ballverlust, bleibt er liegen. Ibrahimovic auf Boateng. Freischussbahn und Hart lenkt ihn noch in den Pfosten. Pato ist da und der Man City-Abwehrer klärt auf den hier. So was wollen die Fans doch sehen. Abstoß Hart. Van Bommel springt, aber trifft den Ball nicht. Ibrahimovic hier sehr schön. Aber am letzten kommt er nicht durch. Und das ist der entscheidende Zweikampf. Wenn man halt dann immer zwei, drei Leuten durch ist und dann der letzte Zweikampf, wenn man den verkackt, war alles umsonst. Oh, jetzt Checo hat die Chance zum Ausgleich. Lupfer und er ist drin, oder? Nein! Latte! Großes Glück für AC. Sehr knapp und sehr gefährlich. Schöner Schuss. Sieht, dass Abiati rauskommt und Luft ihn einfach mal. Sehr schlau gemacht, aber leider hat das Glück gefehlt. Kompany. Oh, Thiago Silva macht das sehr schlecht. Kompany gegen Ambrosini. Nein. Er passt ihn. Ins Aus. So, das Spiel neigt sich langsam zur Pause. Knapp 1-0 durch Ibrahimovic Abstauber. Ist eigentlich ein gleich gutes Spiel. Keine Mannschaft kann sich hier noch den klaren Vorteil erkämpfen. Aber AC hat jetzt die nächste Chance durch Robinho und Hart ist da. Kriegt den Ball zurück und macht den großen Fehler. Pato. Schuss fällt im Strafraum und wieder kein Elfmeter. Bleibt am Ball. Flanke kommt. Ibrahimovic ist größer und Hart rettet. Robinho knallt ihn nicht rein. Mann, oh Mann. Leeres Tor für einen Spieler, der bei AC spielt. Könnte man schon mal reinmachen. Boah, Ibrahimovic kämpft immer weiter, egal ob er den Ball verliert. Silva bekommt den Vorteil, wenn der Gegenspieler ihn anrempelt, rennt hier weiter an der Seitenlinie, trifft den Abwehrer und Einwurf Man City. Oh, Boateng trifft den Ball nicht. Jetzt kann es gefährlich werden. AC mit allen Mitteln zum Erfolg. So, bald ist die Halbzeit. Und dann wird das Video stoppen. Und dann machen wir noch den zweite Halbzeit. So, erste Halbzeit vorbei. 1-0 für AC, knapp durch Ibrahimovic. Und wir sehen uns in Halbzeit 2.